Hier an derselben Stelle gegenüber oder wo willst du hin klatschen? Ja, einfach rechts da, ne? Auf den ersten Block, genau. Ich. Ja, Entschuldigung, perfekt. Da kann falsche man doch gut Taste. auch schön was sehen. Damit herzlich willkommen zurück bei 7 Days to Die mit Schmiddy und Flogi. Guten Tag. Wir haben ja Hallo. ein bisschen was weggeräumt. Diese Metallstruktur hier abgeknüppelt über Nacht und schon mal ein paar Kisten hingestellt. Eigentlich ganz geil so. Müssen wir nur noch mal gucken, was wir mit dem Gebietsschutzblock jetzt machen. Also rein theoretisch könnte man den hier reinmachen, aber man kann das auch lassen zum Durch. Ja, ein bisschen Durchgang wäre schon ganz geil, ne? Ja, wenn dann immer rum und rüber. Müssen wir mal gucken, ob wir den hier irgendwo einbauen können, vielleicht sogar in die Decke. Wir könnten sonst auch hier einmal weggeholzen und den dann irgendwie hier. Ja, Oder einen rüberstellen einfach, das Ding wegmachen, den da reinstellen und dann ist gut. das geht auch. Zum Beispiel. So, Nahrung brauchen wir noch. Oder ja, das machen wir zusammen alles, ne? Also Essen und Trinken. Ja, Nahrung, dann Essen, Trinken, wie auch immer, ja. Nahrung. Eine Händlerkiste würde ich machen, wo wir das reinschmeißen, was wir verscheppern können. Ja, ich habe jetzt erstmal Ausrüstung hier, alles an Klamotten reingeschmissen. Sortieren können wir dann ja immer noch mal spezieller, ne? Ja. So. Man kann die schon mal ein bisschen sortieren hier. Nahrung, willst du Maissamen und so da auch reinschmeißen? Und Ja. Kiefernsamen, Aloe Vera, alles in der Nahrung klatschen? Erstmal schon. Wir machen hier noch ein paar mehr Kisten rechts und links dann wahrscheinlich noch hin. Und dann können wir da ja noch die anders benennen. Und das nochmal ein bisschen aufteilen, wenn es nachher eng werden sollte. Was brauchen wir noch? Weiß nicht, Werkzeuge Ach, Werkzeug könnte man machen, zum ja. Beispiel. Glaube ich, eine ganz gute Idee. Mal Weiß gucken, was nicht, da wo noch wir fehlt. ja, weiß nicht, wo wir den Rest reinschmeißen wollen, wie Klebeband und Co. halt, ne? Ach, Material. Ja, wo meine ich auch noch. Scheiße. Erste Hilfe bräuchten wir auch noch. Na Ja, klar. gut, wir können ja aber erstmal gleich losziehen. Dann lass uns. Ne, die Holztruhe. Ich setze mal hier. Wo soll ich denn die Werkbank mal hingönnen? Ich weiß nicht, ich würde sie hier so, wenn es geht, vielleicht hinsetzen, quer. Also, ne, dass sie so hier steht, weil dann kommst du von überall schnell dran. Na, leider geht es nicht mittig. Warte mal, da müsste ich die fast so hinstellen. Geht das hier neben? Ne, hier geht es leider nicht, aber hier wird es gehen. Wäre dann direkt vorm Gang. Hab schon wieder Hunger. Alter, was ist denn los? Komm, ich hau die mal hier hin. Wenn nicht, dann müssen wir nochmal neu bauen. Erstmal schon. So, was habe ich denn jetzt noch alles in der Tasche? Oh ja, der Eintopf hat richtig reingehauen jetzt. War lecker, ja? Ja, der war richtig lecker, sag ich dir. Sehr gut. So, hier ist noch was. Hier können wir noch was schmelzen. Ich habe noch Blei und Messing. Knall ich gleich da rein. Die Schaufel brauchen wir gleich wahrscheinlich. Ach stimmt, du hast da eine dabei dann, ne? Ja, müsste ja nur eine bauen. Ich habe auch nur so ein billiges Steinding erstmal. Ja, reicht doch eine. Erstmal. Ich habe schon ein bisschen wegsortiert, aber wir können erstmal los. Ja, ich würde. Gut, dann schmeiße ich meinen Kram mit den jetzt in der Tasche erstmal da rein. Machen wir nächste Nacht weiter. Ja, würde ich sagen. Nutzen wir den Tag jetzt lieber mal zum. Bisschen sortiert ist es schon. Dann können wir vielleicht kriegen wir noch ein paar Sachen, dass wir dann noch mal die Kisten bauen können über Nacht. Ja. Oder den Rest, weil Erste Hilfe brauchen wir auch noch eine Kiste. Stein, Stein, Stein. Hier. So, meine Sachen nochmal ganz kurz. Reparieren, dann können wir loszischen. Wir gehen soweit, glaube ich. Ja. Ein Erste Hilfeverband, 10-mal trinken. Ja, kommt nämlich mit. Frisst ja nichts weiter. Platz ist eh belegt. Ach so, wir müssen dringend für mich mal ein bisschen Honig besorgen, bitte. Das wäre geil. Oh, Munition sehe ich gerade, würde ich gerne noch mitnehmen. Ja, klar. Oh, wir haben 7,62er, da schon ziemlich viel Munition. Da ist schon ein bisschen was. Willst du Gläser mitnehmen? Leere zum Befüllen? Ja, genau. Ja, können wir machen. Ich nehme mal 10 Schuss mit hier. Nehme ich mit. Nahrung, sind sie drin, ne? Nee, doch 24 habe ich. Haben wir noch mehr? Ich habe hier noch gerade zwei reingelegt. Das ist jetzt nicht gerade berühmt, aber. Ja, ist doch schon mal besser als nix. Hier ist So. nichts mehr drin, ne?
Vergrabene Vorräte, soll ich mal teilen? Einmal. Teil mal Quest. Vergrabene Vorräte. Achso, mir fällt dabei generell was ein. Habe ich die schon geteilt? Nee, vielleicht sollten wir uns aber erstmal zusammentun. Ach so, ja. Dann geht's vielleicht auch wahrscheinlich besser. Quests, ich habe auch vergrabene Vorräte, aber da ist er. Guck mal an. Jo. Nehme ich an und ist auch an. 347 Meter, ne? Ungefähr. Ja, 349, ja. Kommt hin. Ja, okay, kommt hin. Aber schlendern wir mal so langsam in die Richtung und gucken mal, was wir abgucken können. Langsam glaube ich jetzt nicht, aber wir können gern schlendern. Ich seh dich nicht schlendern, du rennst. Ja, eben. Ist doch schlendern. Ich schlendere den Schlagstock hier. So, warte mal, kurz gucken, was die Post der anderen Leute erstmal durchgucken. Briefkästen würde ich mal reingucken, da liegen manchmal Bücher drin. Okay. Wenn sich mal einer eine Fachzeitschrift hat zuschicken lassen. Hm. Kann man da mal schnell einen Plan abstauben. Oh, hier, guck mal, ich hab was für dich. Was denn? Oh, geil. Hast du so gefunden eben, oder was? Jo, so bin ich zu dir. Mega geil. Hase! Unser Fleisch. Immer. Alter, was hat denn der Hase gerade für einen Jump gemacht? Bleib doch stehen. Macht er nicht so gerne. Oh, hat ähnlich geklappt, weil ich müsste nachladen. Oh. Papier habe ich gefunden. Da, warte, nicht bewegen, nicht bewegen, nicht bewegen. Ich steh. Alter. Warten alle Zombies hier auf und weg? Ne? Ja. Da kommt gleich einer raus. Guck mal, was los ist hier auf der Straße. Moin. Nichts passiert. Ja, sag mal. Also, dir war noch einen mitgegeben, wa? Ja, klar. Der wollte mir noch mal liebevoll über die Wange streichen. Der Stinker. So. Und die Waffen, diese anfangs selbstgebauten Waffen, sind nicht so genial. Nee. Die tun ihr Ding, um zu überleben, aber... Achso, vielleicht sollte ich mir doch eine Schaufel bauen, wa? Sonst graben wir ja ewig. Ja. Was brauchen wir denn für eine Schaufel? Bisschen Holz und Stein. Ja, habe ich wieder beides nicht. Ah, okay. Warte mal, kann ich dir eine... ja, ich habe Steine, habe ich? Warte, ein bisschen Holz. Ich baue dir eine Schaufel, Milli. Ich bin noch dabei. Jute Steinschaufel. Kleine Steine, Pflanzenfasern und Holz. Wollen wir mal Steine suchen. Mach's gut. Oh, okay, na gut. Hast du? Sonst hätte ich dir jetzt wirklich eine gebaut schnell. Nee, ich habe hier einen ganzen dicken Felsen neben mir stehen. Ich glaube, das geht. So, mal gucken hier, wie lange das hier so dauert, der alte Gebuddele. Na komm, den Baum nehme ich komplett mit. Holz brauchen wir eh mal. Ja, da hast du recht. Wenn wir Spitzhacke, könnten wir mal Schwung Metall mitnehmen, wenn es hart am hart kommt. So, jetzt kann ich mir die Stufe 4 Schaufel bauen, natürlich. Oh. Hier so eine Zweier Steingrätsche. Direkt am Schneegebiet hier schon. Laufen noch ein paar verwirrte Zombies hier durch die Gegend, dann erstmal ist noch nichts los. Ich warte selbstverständlich auch auf dich. Großzügig. Los geht's. Man schaufeln hier wie du Weltmeisters. Muss man das eigentlich skillen, das mit diesem Bereich verkleinern, oder geht das automatisch? Wenn wir gleich sehen, oder? Und nee, das mit der, meinst du wegen dem, wo wir graben müssen? Ja. Nee, das geht automatisch dann, wenn wir näher gekommen sind, dass es dann nochmal verändert. Also jedenfalls, so war es bis jetzt immer. Ja, und je nachdem, wie viele Blocks du abgebaut hast, irgendwo mit. Ah ja. Ja, jetzt. Okay. Du näherst dich dem Schatz. Aber den Ring siehst du auch nicht, ne? Doch, den sehe ich tatsächlich. Ah ja, okay. Nice. Na gut, ist ja geteilt. Gucken wir mal, wieder so eine geniale Mine finden. Ja. Wo wir uns so tief eingraben, dass wir nie wieder rauskommen. Stimmt. Das war ganz geil. Vorteil ist, wir kriegen ein bisschen Lehmboden, den können wir wenigstens dann durchrauschen lassen. Ja. Was nicht wegen Anbauen, müssen wir mal gucken, ne, wer das da von uns macht.
Ja. Immer noch ist der Ring ein bisschen kleiner geworden hier? Ja, hier irgendwo sind wir aber schon ganz richtig. Okay, hier wird es steinig. Ja, da. Muss sein, glaube ich. Oh. Hallo. Hier muss er aber irgendwo. Wenn wir aufgesammelt haben, kommen ein paar Gegner, ne? War das nicht so? Das war so, ja. Müssen wir zusehen, dass wir hier auch halbwegs rauskommen. Aus der Bude wird schnell genug. Das wird schwierig, glaube ich, gerade im Moment. Ja, das wird gerade nichts. Warte mal, ich baue uns schon mal einen Weg raus, während du weiter gräbst. Ja. Das ist gut. Wir sind mal in der letzten Ecke hier wieder. Haben wir schon den Kreis so klein? Jo! Ich sah, dass ich hier oben sitze. Achso, sind wir zu tief schon? Weiß nicht, ich fange mal von hier oben an, weiter zu graben. Und jetzt habe ich keine Ausdauer mehr. Dann chill ich ein bisschen hier oben. Hä? Das war eine Verarschung, verdammt. Also, eigentlich muss er da irgendwo gleich kommen, der Schatz. Ja. Da ist er, da ist er. Ich sehe ihn. Ah. Hier hinter. Da. Ah ja. Kannst du schon drauf zugreifen? Ja. Ja gut. Wo kommen wir raus? Da hinten. Hier geht's raus. Gut, ich greife mal rein. Vorräte, Wildbret-Eintopf, was zu essen. Ja, Essen ist doch gut. Oh, da sind sie schon. Oh, hallo Jungs und Mädels. Damit schon ein paar Köpfe. Bleib liegen. Aua, ey. Kann der seine Arme ausfahren oder was? Aua. Wie schnell ist der denn? Scheiß Cheater. Ehrlich mal. Au! Ey! Komm, ist der C! Hinter dir! Ja. Oh, hier, Holzfäller, Joe! Ja, Alter, der sieht ja auch geil aus! Den hack ich ja auch die Axt mal im Rücken da! Oh! Oh, jetzt wird er ungemütlich! Stinker! Aua, oh, Scheiße! Er will aber auch nur auf dich, ne? Ja, ja. Er hatte keinen Bock auf mich. Alter, aber der hat mir ganz schön hier, der Dicke mit der Kapuze, hat mir ganz schön ein paar verpoolt, ey. Ja. So. So, warte mal, dann lass doch mal gleich meine Quest nehmen. Ja. Die ist auch vergraben. Hier ist auch ein Metallbrocken. Ja, den markiere ich uns nochmal. Warte mal, war da jetzt noch was drin in der Schatztruhe? Ne? Ich will nochmal gucken, nicht, dass da jetzt irgendwie... Achso, für dich... Nee, ist nichts drin. Okay, ich wollte nur wissen, nicht, dass jetzt da noch was drin war und... Ja, besonders gelohnt hat es sich jetzt nicht, aber... Ein Wildbret-Eintopf ist schon was Feines. Oder kommt wer angerannt? Bist du das? Ja. Ich bin gerade im Menü und lege den Punkt hier an. Metall. Das bin ich. Ich habe meine Quest geteilt, ne? Ja, nehme ich an. Ich habe den Wegpunkt mal geteilt, falls du den übernehmen willst. Dann verfolgen wir jetzt auch erstmal deine, ne? Machen die gleich noch weg. 100 ja. Meter ist doch super. Oh. Meine Schaufel ist kaputt. Meine geht noch. Ich leider nicht mitgeraten, tut mir sehr leid. Glaubst du selber nicht. So, oh. Reparieren. Kann ich hier reparieren? Ja, ich repariere meine gleich mal. Ach so, Baumstämme, ne? Ich brauche immer noch dringend. Aber wirklich, jetzt bräuchte ich schon drei Honig.
Das wird eine Katastrophe. Ich muss mal gucken, ob ich irgendwo Antibiotika kaufen kann. Oh, vielleicht gleich beim Händler. Hier müsste aber irgendwo noch was liegen. Vielleicht wollen wir mal gucken. Und dann, Ja. Hast du angenommen? Ja, achso, jetzt. Naja. Oh, kannst du sagen, das Fragezeichen, das Ausrufezeichen schwebt da noch rum. Hast du recht. Hast du recht. Hast du da schon was geskillt? Ich habe das Gefühl, ich grab viel langsamer. Ich habe halt nur die Bergbaugeschichte. Ich weiß nicht, ob da Boden mit drin reinzählt. Ah, okay. Kann sein, dass das. Oh, die Smoker kommen aber früh an, du. Oh, und die mit ihrem Kleid wieder. Die geht auch zu dir direkt. Ja, ich zeige dir mal meine Schrotflinte, warte. Hör auf zu flexen. Oh, es ging nicht. Hatte ich wohl Ladehemmung. Was denn? Falsche Taste. Also. Nachladen. Stimmt, nachladen können wir auch schon mal. Was nervt er denn da? Was soll das? Ich weiß nicht. Ich nur graben und er. Ehrlich mal. Oh. Gut. Was macht er einen auf Rollen oder was? Hallo, wir wollen hier graben. Er ist der nervig. Dann kommt der nächste angelaufen. Da habe ich noch nicht getroffen. Ich grab schon mal. Wie viel alleine den Spaß haben, oder was? Ich kann dir auch gerne helfen, aber ich dachte, graben ist nicht so deins. Tötest lieber ein paar Zerfledderte. Oh, Level up. Oh, ich habe noch 4 Punkte. Dann sollte ich vielleicht mal ein bisschen ausgeben. Hm, ich habe auch 4 gekriegt. Also, oder habe auch noch 4. Hm. Können wir ein bisschen absprechen, wer was macht. Ja. Also klar, Bergbau würde ich erstmal am Anfang drauf gehen, damit wir genug Ressourcen kriegen. Mhm. Wobei für beide sinnvoll wäre. Ansonsten könnte ich mich auch wieder um die Beete kümmern, wenn du willst. Ich weiß noch nicht, wo es drin ist. Ob das dann doch eher für dich oder für mich wäre. Wenn wir mal gucken. Aber das können wir ja in Ruhe machen, wenn es dunkel ist. Ja, genau. Zeit tagsüber effektiv nutzen. Ich hab keine Ausdauer mehr, ich chill ein bisschen. Sollten wir. Was machen wir denn jetzt eigentlich hordentechnisch so? Wollen wir nochmal irgendwie so einen kleinen Turm erstmal bauen? Für die erste Nacht so? Blöcke haben wir ja eigentlich, ne? Blöcke haben wir ja genug. Aber würde ich sagen, irgendwie was das war. Gut überstehen können. Wir brauchen vielleicht noch was an Waffen oder Munition. Vielleicht ergibt sich da ja nochmal was. Ja. Weil sonst wird es ein bisschen dünn, glaube ich. Die effektiv zu töten, weil im Nahkampf würde ich da nur ungern wollen, tatsächlich. Ja. Eine Horde nach Nahkampf ist immer ganz schlecht. Vor allem die fliegen ja quasi. Ja, die sind fix unterwegs. Oh Gott, hat der keine Ausdauer, der Onkel. Ja. Geht mir da genauso. Und sonst so? Och, eigentlich ganz nice. So eine coole, schön. Kannst du mal was anderes anziehen als deine komischen Klamotten hier? Guck, nimm dir mal ein Beispiel an mir. Ja, ja, du bist schon recht stylisch unterwegs. Ich, selbstverständlich. Warte noch kurz ab. Meine Schaufel ist jetzt schon wieder jetzt hinter sich. Kommt das schon wieder wer? Und wir haben keinen Weg raus. Nicht, doch. Geht. Ja? Machen kurz weg. Oh, ich hab's auch gefunden. Nice. Jetzt kommen sie eh alle. Oh, gut. Was drin war, sag ich dir gleich. Ja, ja. Loslaufen brauchst du gar nicht erst.
Nice. Das ging doch gut. So, ich hoffe, bei dir war ein bisschen was Geileres drin. Nein. Auch nicht. Eine Dose Miso-Suppe, alte Schem-Sandwich, roter Tee. Also auch trübes Wasser, Rezept-Kaffeesamen kann ich gleich benutzen und eine Kiste. Oder lass uns die beiden schnell abgeben, holen wir uns gleich eine neue. Wird das hier neblig oder habe ich was? Jetzt kommt der Mist. Ja, ich wollte gerade sagen, das sah echt so aus. Ich brauche halbe Baumstämme. Ja, wenn ich halbe Baumstämme sehe. Ja, so, Bescheid. Oder klopf sie ab. Ah, ich habe einen. Ich sehe einen. Oh, sehr gut. Holen Honig raus für mich, bitte. Und das ist der, den du gesehen hast, tut mir leid. Dann hole ich mir hoffentlich einen Honig raus. So ein Dreckstück, ganz ehrlich. Kein Honig drin. Ich weiß gar nicht, wann das kritisch wird hier, das Ganze. Irgendwann wird das. Aber kein Honig drin, gab es was? Nein, leider nicht. Wir können noch mal ganz kurz hier über... Was trinken sollte ich mal über die Felder laufen, um hier ist auch noch zweimal Eisen, also um was zu finden. Ja. Schau mal. Ja, ich laufe jetzt einfach nochmal durch, quer über die Felder, um zu gucken, ob ich irgendwo einen Baumstumpf finde für dich. Ja, ein paar Eier. Oh, hier ist wirklich zweimal Eisen, Mann. Ein paar Eier und ein Baumstämmchen. Ich habe einen. Ich habe auch einen. Und ein Reh. Das Reh läuft weg. Und ein Zombie. Der läuft nicht weg. Schön wäre andersrum. Da hast du recht. Aber den Zombie kann ja auch abhängen. Scheiße. Also ich habe auch einen Baumstumpf, aber nichts drin. Der verfluchte Honig ist auch verdammt selten, wie es aussieht. Oh, hier sind ja einige Zombies. Was machen denn die hier? Gibt es hier irgendeine geheime Veranstaltung, von der ich nichts weiß? Machen die Party wieder? Oh, ich habe hier auch Kohle zweimal. Ich glaube, das muss ich mal markieren. Nice. Ja, die ganze Insel, würde ich sagen. Die ganze Gegend hier hinten schon ganz gut besucht. Ich habe noch einen Baumstumpf. Oh, hau drauf. Aber, dreimal darfst du raten. Ey, das ist doch scheiße. Ja, da muss ich was kaufen beim Händler oder so. Heute habe ich leider keinen Honig für dich. Nein, ich bin raus. Wie, du bist raus? Ja, wenn du keinen Honig für mich hast, bist du raus. Achso, ja. Dann bist du raus. Hast du deine Leistung hat nicht überzeugt. Habe ich nicht gut genug performt für dich? Nee, da muss mehr kommen. Na gut. So, komm, lass ab hier. Scheiß Baumstämme. Ja, ich komme. Sterbe ich halt. Ja, ist ja eh raus. Nein. Oh, warte mal, wo ist denn die Stadt? Und wie viele Zombies hier auf freier Flur einfach im Feld rumstrolchen? Was ist denn mit denen, ey? Ja, ne? Können sich nie mal was Vernünftiges zulegen? Einen Job oder so? Ja, ehrlich mal, die einfach im Wald rumhängen und jeden angrabbeln wollen, der vorbeikommt? Ja. Perversen. Ich sag's dir. Dann irgendwie komischen Geräusche dabei. Kurz mal abgeben, ne? Ja, ich komme mal auf den Weg zum Händler jetzt. Wie gesagt, ich laufe nur ein bisschen durch. Vielleicht finde ich dann noch mindestens einen Honig, wäre ja nice. Ja, tatsächlich. Ist nochmal Metall, okay, also hier an den Feldern rundherum gibt es auf jeden Fall gut was abzubauen, ja. Müsste auch mal eine Session machen. Oh, ich habe noch einen Baumstumpf, siehst du? Nice. Naja, du kennst das Spiel. Keine Honig für mich. Richtig. Es regnet. Ich habe jetzt drei Baumstümpfe hier auf Anhieb. Oh. Und bei allen dreien habe ich einmal Honig bekommen. Besser als nix. Aber da haben wir ja schon mal so einige wegmachen müssen für einen Honig. Ja, hier ist auch Nitrat, also Blei. Hier gibt es ordentlich was. Oh, da gibt es ja von jedem was. Ja. Oh, macht hier schon leer.
Komm, ein Honig gibt's da noch. Was? Was? Die eine vergrabene Vorräte-Quest ist irgendwie... kaputt? Ja, ist ein rotes Kreuz vor. Also deine wahrscheinlich dann. Ja, das kann sein. Dass bei deiner war auch ein rotes Kreuz. Ah, ja, okay. Ja, knallt schon wieder alles ab, dass wir zwei weg ist, ey. Sieh mal, freut die Zombie-Nette hier. Aua, die hab ich gehabt. Hast du schon abgegeben? Nee, ich bin jetzt erst gleich da. 80 Meter. Was hast du gemacht die ganze Zeit? Ich habe ein paar Briefkästen gelootet und. Wo bist du lang gelaufen? Richtung Hause. Aber ich hatte die Quest nicht an und wusste dadurch nicht mehr, wo der Händler ist. Ja, okay, ich kann auswählen zwischen 5 Erste-Hilfe-Verbände und Schmerzmittel. Ich glaube, ich nehme Erste-Hilfe-Verbände. Naja. Ist vielleicht nicht verkehrt. So, was hat er denn für Aufgaben? Aber alles Stufe 1 Aufgaben noch, ne? Ja, ich schätze mal 1-2 müssen wir noch machen. Aber dann müssen wir es eigentlich durchhaben. Ich nehme noch beseitige Zombies. Oh, ich fliege auf. 5 Verbände oder 60-7-62 Munition. Na, Verbände haben wir jetzt 6 und so. Ich weiß nicht, wenn ich nehme ruhig die Munition mal, ne? Gerade im Hinblick auf. Mach ich nochmal eine schöne Abholaufgabe. Vergrabene Vorräte waren jetzt nicht so geil. Ich habe jetzt eine beseitige. Ein Generator, aber den brauchen wir noch nicht, ne? Hat der im Angebot. Nee. Antibiotika wäre gut. Ich gucke mal, was sind Eier, Goldrutentee, panzerbrechende Munition, Ledermantel. Eier wäre nicht schlecht. Wenn ich ehrlich bin. Aber ich kann gleich auch noch was kochen. Schrotflintenteile. Jawohl, wir können jetzt gucken, wegen Waffen eventuell, was ich bauen kann, ne? Mit der Bar, mit der Bar. Mit der Werkbank geht ja vielleicht was. Ja. Ein Barhocker können wir uns gemütlich machen. Nee, ist nicht wirklich viel, aber kannst gerne mal reingucken. Ja. Mein Gefängnisausbrecher. Schleichschaden. Nahkampfschaden, der Schädelbrecher. Hm. Hier sind ja einige. Oh, hier kommt eine kleine Wanderhorde. Der medizinische Dienst kommt vorbei. Guck dir das mal an hier. Ehrlich? Warte. Ja, jetzt bin ich gerade beim Händler. Ich muss erstmal. Ich sterbe. Jetzt bin ich sterbe einfach weg. Wo denn? Hier. Rechts oder links? Ne, hier. Achso, bei hier, dir. Oder, komm ruhig hier hin. Musst nicht rauslaufen. Achso. Beim Händler drin noch. Alter, wo bist du lang gelaufen? Ja. Ah. Achso. Darfst du nicht füttern. Oh. Ist doch richtig was los. Ja, 6 Stück laufen da draußen rum. Alter Schwede. Hier kümmern wir uns gleich drum. So, wie du stirbst. Hier, dein Honig. Oh ja. Ich 15%. Schmier ich mir immer den Honig rein. Ess noch was und dann reiten wir mal raus. Ja. Hier gab's leider nichts. Na, lass mal schießen, gibt ja alles Punkte. Hallo. Doch, bleiben nur noch die 2 Krankenschwestern. Wie so da schön. Oh. Wir sind es aber wissen. Ich halte mal kurz ein bisschen auf. Na, das war ja mal gar nichts. Ey, die wollen beide was von mir.
Jetzt wollen sie nichts mehr. Stimmt denn mit denen nicht? So. Achso, Eier hast du gesagt, hat er. Eier hat er, ja. Die kaufe ich noch. Aber es gab leider nichts mehr weiter für Heilung. Ja, egal. Boah, 4 Stück nehme ich mal mit, ja. Wir können ja jetzt nochmal auf die Hauptstraße gehen. Ja. Schalt erst nochmal eine Quest aus. Wo ist denn unser Haus? Da. Aber warte mal, irgendwas war doch. Nee, ach nee, Grillsachen hatten wir jetzt. Rost und Sonne, da müssten wir nicht mehr gucken. Nee, aber ich glaube, einen Messbecher hatten wir noch nicht, ne? Stimmt, ein Messbecher fehlt immer noch, ja. Nee. Hat doch keiner weggeschmissen. Okay. Guck mal hier beim Grillplatz. Level 12. Was Level 12? Bin ich geworden gerade. Oh. Ja, Zombies gehen immer gut Punkte, ne? Das ist immer. Ja. Ja, durch die kleine Horde eben war schon ganz nice. Hier steht einer auf Hauptstraße einfach so rum. Hat der Bus verpasst oder was? Wahrscheinlich. So, was ist das hier? Ich loote hier schon wieder ein Haus. Entschuldigung, ohne dich. Ja, komm mal her, lass mal hier auf Hauptstraße weitermachen. Weiß nicht. Achso. Ja, können wir auch. Ich will nur kurz noch ein bisschen im Müll rumwühlen. Das kann ich auch ganz gut. Weiß nicht, ob wir zu Working Stiff Tools rein wollen, Pass and Gas oder irgendein anderes von den Dingern hier. Ich fülle mal kurz die Getränke auf. Ich komme zu dir. Und noch leere Gläser gerade? Nee, ne? Nö. 2 Stück, ah. Ja. Aber ja gut, okay. Nee. Die 28 mache ich mal voll. Ja, das ist doch schon mal was. Alter Schwede, bist du wohl weg. Ja. So, warte. Ja, Packesel müsst gleich nochmal nehmen, glaube ich, ey. Ja. Aber man brauchst du viel. Ja, du brauchst echt. Ganz echt, hab in jede Richtung. Schon wieder Hunger, ey. Schon wieder eins meiner. Habe ich nur noch einmal. Steak mit Eiern? Einmal Steak mit Eiern nur noch, ja. Wenn wir zu Hause sind, können ja auch nicht was machen. So, Hauptstraße, da ist er. Hauptstraße, alles klar. Bin ich. Ich habe auch nur noch 3x Schrot. Ich habe nur noch. Einen Schuss im Gewehr und 5x Schrot. Also so viel habe ich auch nicht mehr. Wie sieht's denn aus? Schauen wir es noch technisch zeitlich oder müssen wir eine Pause machen? Wir müssen eine Pause machen tatsächlich. Gut, dass du es sagst. Das hätte ich gar nicht dran gedacht. Dachte ich mir fast. Gut, dann Hauptstraße in der nächsten Folge. Danke fürs Zusehen. Macht's gut. Bis denn. Tschüss. Ciao.